Und damit seid ihr gewusst, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer, zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, das ist meine Trainerkarte, die habe ich offscreen nach dem letzten Part noch ein bisschen designt, gestaltet. Ja, so schaut's aus. Rückseite ist noch nicht so spektakulär. Es sind halt meine Pokémon zu sehen. Pokédex registriert am 15.11. Glaube ich fast nicht. Achso, ja doch, das ist ja, weil ich mit dem Spiel angefangen habe. Also, ja, ich natürlich am Release Day gemacht. ID und so weiter. Ja, da haben wir natürlich auch ein Album. Da haben wir Delion schon drin. Da habe ich meine eigene Karte nochmal runtergeladen. Das ist die Karte von Let's Play Markus. Ja. Der hat es in einem Video gezeigt, die Karte und sein Code. Und der Zombie natürlich. Alles klar. Das musste man nochmal zeigen. So, ich bin immer noch im Pokémon Center. Und jetzt geht's weiter auf den Weg durch die Stadt, deren Namen ich mittlerweile vergessen habe. Engine City, ja, okay. Da halten wir es. Engine City. Oh, hier geht's runter. Gibt's noch einiges zu sehen. Mit Leuten reden und so weiter. Ich sehe mir Tag ein, Tag aus diese gigantischen dampfbetriebenen Zahnräder an. Na, wenn's dir Spaß macht. Engine City ist groß, klasse! Das ist große Klasse. Ach so. Wusstest du, dass der obere und untere Bereich der Stadt durch einen Lift verbunden sind? Wusste ich nicht. Lässt mich hier wahrscheinlich auch nicht durch. Aha, okay, na dann müssen wir wohl in diese Richtung weiterhin die Stadt erkunden. Ah, und da warten schon Sagen ja auf uns. Alles klar. Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Shoppen? Soll das ein Scherz sein? Als nächstes würdest du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Okay, dann gibt's wohl gleich die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Oder wir gehen noch ein bisschen shoppen. Sie findet morgen im Engines Stadion statt. Ah, dann können wir also noch ein bisschen shoppen gehen. Alles klar. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen. Wenn ich schon mal hier bin, vergiss ja nicht, die im Stadion anzumelden. Bis später. Ah, okay, jetzt werden wir freigelassen. Jetzt haben wir freien Ausgang. Wir müssen uns halt irgendwie noch anmelden, aber ja. Wir können uns trotzdem erstmal frei bewegen. So. Na denn, wir kommen aus dem Gullis heraus. Okay, dann gehen wir erstmal shoppen. Schön shoppen hier in der Stadt. Ein Florist oder was ist das? Bei der Blumenzucht verwenden wir die Pokémon Attacken Wachstum. Daher kommt die beachtliche Größe unserer Pflanzen. Aha, und kaufen kann ich keine? Sehr schade. Ich wollte ein Blümchen kaufen. Oh, Friseur. Haben wir überhaupt noch Geld dabei? Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Haare 3000, Make-up 1000. Ja gut. Ich gehe mal mein gesamtes Inventar verkaufen. Ich muss die Haare frisiert kriegen. Make-up, ja, das auch noch. Aber gut. Was zum Henker? War es nicht eben gerade noch Tag? Ja, okay, ja. Alles klar. eben war es noch hell draußen. Wir waren kurz mal drin. Ja, ich glaube, wir müssen uns gleich mal anmelden gehen. Etwas verkaufen. Okay, wir wollen unser gesamtes Inventar verkaufen. Wir brauchen 4000. Sinnebeere haben wir gekauft. Ja, das ist nicht so viel wert. Dein Amex-Bonbon. Nicht so
Das ist nicht was Sinnvolleres, was wir kaufen können. Riesenperle. Muss doch was wert sein. Oh, drei haben wir davon. 12.000. Wir sind reich. Honig können wir auch verkaufen. Honig. Türkischer Honig halt. Honig. Uferkraut. Das dann halt auch noch. Haben wir wieder Geld. Hervorragend. Unseren Empfehlungsbrief verkaufen. Können wir unseren Empfehlungsbrief verkaufen? Schade, können wir nicht. EP-Bonbons. So viel bringen sie nicht. Ach, kann ich nicht verkaufen. Sehr schön. Pokepuppe. Bringt auch nichts. Ja, ich habe 14.000, das muss reichen. Fürs erste Shopping wird es reichen. Die habe ich in der Naturzone bekommen, die Perlen, die Riesenperlen. So, frisier mich. So, Haare 3000. 3000 Pokédollar für eine Frisur. Alles klar. Hauptstadt-Feeling. In Ordnung, nimm bitte Platz. Auf deine Sache passe ich so lange auf. Also gut, was soll es heute sein? Aha, da sehen wir es. Kurzhaarschnitt. Stoppelfrisur. Mittellang und gewellt. Ist die Zombie-Frisur. Flechtfrisur. Seitenscheitel. Kann man das auch drehen? Können wir es? Ja, mit R können wir es drehen. Interessant. Nicht schlecht. Undercut. Habe ich nicht. Der war interessant. Topfhaarschnitt. So Undercut sieht so aus. Aha. Topfhaarschnitt. Schon viel eher. Leider. Mittellang und glatt. Auch irgendwie. Wenn ich mal lange nicht im Friseur war. Sieht es bei mir auch so ähnlich aus. Wenn ich mal wieder 2 Jahre nicht beim Friseur war. Topfhaarschnitt, Undercut. Seitenscheitel, ja. Flechtfrisur, so gar nicht. Mit lang und gewellt am ehesten schon. Stoppelfrisur, na. Kurzhaarschnitt habe ich wohl gerade. Dann wohl am ehesten mittellang und glatt, oder? Das ist. Ich habe eigentlich gerade schon fast wieder. Ja, mittellang. Das ist. Wollen wir es mal versuchen? Obwohl standardmäßig doch lieber kurz trage. Mittellang und gewellt. Ja, gewellt eigentlich nicht so. Mittellang und glatt. Also eher glatt. Nehmen wir als das. Gibt keine bessere Frisur. Dunkelbraun. Aschbraun. Beigeblond. Platinblond. Und braun-pink. Purpur, weiß. Ah, hier können wir uns auch unsere Farbe färben. Unsere Haare färben. Grün, blau, rot, wie Team Rocket. Pink. Ich würde mir gerne mal die Haare färben. Das finde ich gar nicht schlecht. Aber wir können uns erstmal eine Standardfrisur machen. Das ist also ist vielleicht nicht grundverkehrt, dass wir erstmal braun wählen. Dunkelbraun. Golden. Schwarz. Golden, das wäre für den Champ natürlich gut. Dunkelbraun. Dunkelbraun tut es halt am ehesten. Rot. Ja, ich wäre auch ein Freund davon, mal die Haare rot zu färben. Also habe ich auch schon im echten Leben mal drüber nachgedacht. Schon einige Male. Blau und grün jetzt nicht so sehr. Ich bin nicht Wieso. Rot. Warte kurz, ich probiere mal kurz was aus. So, warte, Seitenscheitel, nein, Undercut, das ist Rezo. Nee, das wollen wir nicht, wir wollten mittellang und glatt und dann rot, naja, ich glaube eher nicht so, und dunkelbraun passt, glaube ich, am besten. Auch wenn wir dann die Farbe halt nicht ändern. Aber gut. Machen wir erstmal dunkelbraun. Passt bisher am besten. Okay, bestätigen.
Frisur mittellang und glatt dunkelbraun. Okay, machen wir so. Alles klar, dann kümmere ich mich mal um deine Frisur. Wutsch, 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 wutsch. Ja, gut, das trifft es jetzt nicht ganz, aber ja. Sieht klasse aus, oder? Es geht. Du musst deine Liga-Karte aktualisieren. Warum nicht? Dann passt die jetzt, die ich auf Twitter geteilt habe, nicht mehr ganz. Aber gut. Wie sehe ich denn aus? Naja. Gewöhnungsbedürfnis. Gewöhnungsbedürftig. Liga-Karte. Ich habe halt eher eine kürzere Frisur, aber naja. Ich war halt lange nicht mehr beim Friseur. Na doch, war ich gerade eben, aber gibt halt keine besseren Frisuren. Naja. Wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. So, ein bisschen Make-up, das will ich mir noch gönnen. Das Geld habe ich. So. Normale Augenbrauen, dicke Augenbrauen, kurze Augenbrauen. Dicke Augenbrauen würden für mich am besten passen. Ich habe relativ dicke Augenbrauen, würde ich sagen. So. Ist das die Augenfarbe oder ist das die Augenbrauenfarbe? Das ist die Augenbrauenfarbe. Dunkelbraun, schwarz. Ja, meine Augenbrauen sind doch in derselben Farbe. Rot. Ich glaube ja, das ist dunkelbraun. Okay. Augenfarbe ist momentan braun. Das ist natürlich eher ein Grünton. Herzchen. Na, sehr schön. Sternchen. Nee, ist klar. Flammen. Flammende Augen. Der Dämon in mir. Der Dämon in mir. Er kommt heraus. Er wird euch alle töten. Pechschwarz. Wie die Seele. Regenbogenfarbe. Weiß. Monorot. Ich bin einfach ein Albino. Dann müsste mir meine Haare noch weiß färben. Das ist einfach ein Albino-Spielen. Weiße Haut, weiße Haare, rote Augen. Grün-Gelb. Grün-Gelb, ja, am ehesten. Ja, grün-grau. Lavendelfarben. Ultramarin. Violett, purpur, gelb, schwarz, hellblau, grün. Ja. Grau. Haselnussbraun. Haselnussbraun, ja, das, ich glaube, das trifft's glaube ich am besten. Das ist jetzt. Meine Augenärztin meinte mal, ich habe bernsteinfarbige Augen. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Also ich habe grün-grau, also grün, also wirklich grün in die Richtung, also wirklich ziemlich grau. Also jetzt nicht klares Grün, sondern so ein bisschen helleres. Ja, fällt ja am ehesten unter Haselnussbraun. Ist kein Braun, was ich habe, aber ja, schon so ein bisschen so ein, ich würde es als dreckiges Grün bezeichnen. Ja. Ja, machen wir so. Passt. Bestätigen. Dicke Augenbrauen, dunkelbraune Augenfarbe. Augenbrauenfarbe. Kontaktlinsenfarbe, Haselnussbraun. Jo. Alles klar, dann kümmere ich mich mal um dein Make-up. Schmier, schmier. Ja. Die Frisur ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Aber ja. Liga-Karte aktualisiert. Haben wir uns doch noch um die Liga-Karte ein bisschen gekümmert am Anfang. So schaut's aus. Ich baue noch eine bessere Brille. Aber wir können ja hier noch shoppen gehen. Wir können gleich noch Klamotten kaufen gehen. Ein bisschen Geld haben wir jetzt wieder. Die Frisur, ja, damit kann man leben. Damit lässt sich leben. Ihr braucht jetzt wahrscheinlich einen neuen Liga-Kartencode. Ach nee, den teile ich später. Wenn ich mir noch ein neues Outfit gekauft habe,
Das muss jetzt nicht. Na. Könnt ihr dann aktualisieren, eure Karte. Könnt ihr dann die alte wegschmeißen. Oder so, keine Ahnung. Ist das die Boutique? Ich bin heute einfach mal shoppen. Das ist heute mal dieser Part wert. Der Kaffee heute schmeckt echt gut. Da haben die Bookmann gute Arbeit geleistet. Ah, hier sozusagen Kaffee. Sehr gut. Willkommen Camp Kaffee. Kannst du bei uns einmal pro Tag kämpfen? Kampfkaffee. Aha. Kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen? Gewinnst du, gibt es zur Belohnung etwas Süßes. Auf Kosten des Hauses. Na, willst du probieren? Naja, dann auf geht's. Probieren wir hier alles aus. Da mal nichts wieder los, genehmen wir uns ein kleines Päuschen von Action. Kampf. Den Barista oder was? Ja, Barista Jim fordert hier raus. Alles klar, war drin. Wie viele Pokémon hat er? Wie viel? Was muss ich bekämpfen? Vadribi, nur ein Vadribi. Okay, das dürfen wir hinkriegen. Ruzuki. Und Evoli hat immer noch nicht so die stärksten Pokémon-Attacken. Ist gut gerettet. Mein Versprecher. So. Na komm, Attacke. Ein Vadribi besiegen. Es wird doch ein leichtes sein. Ist doch gar keine Sache. Lockduft. Ja, du mit deinen defensiven Attacken. Bringt dir doch nichts. So, Attacke. Okay, besiegt. Ich bin mit meiner Frisur noch nicht ganz zufrieden, aber... Ja, wie gesagt, gab nichts Besseres. Sei denn die Ausgangsfrisur, aber das ist, naja. Hehe, lass dir diesen Sieg auf der Zunge zergehen. Du gewinnst 800 Pokémon, dann gehst du gleich gegen den... aus dem Kampf gegen den Barista hervor. Kampf war so elegant wie eine Tasse Rosade-Tee. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Tee? Ach so, du erhältst eine Zuckerbeere. Verstaust das Item in der Trainingtasche. Zuckerwerk in Form einer Beere. Gibt man es Rokumine zum Tragen, dreht es sich vor Freude im Kreis. Aha, wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch. Kann ich noch einen Kaffee bestellen oder so? Nein, nicht. Ich hätte gern Kaffee schwarz. Ich bin müde. Hut mag bittere Sachen, aber ich habe eher Vorlieben für Süßes. Geht mir genauso. Also ich mag Süßes. Also als Getränk, also mein Kaffee trinke ich lieber mit Zucker und Milch. Süßes, so Süßigkeiten an sich eher nicht so. Wenn man an der Arena Challenge teilnimmt, kann man in Ghana zum Star werden. Zum Star, nicht zum Vogel. Also nicht zum Star, der davon fliegt. Zum Star. Englisch ausgesprochen. Hast du Lilions Umhang gesehen? Es ist ja toll, dass er so viele Sponsoren hat. Aber besonders modisch sehen die vielen Logos nicht aus. Das ist selten bei Firmenlogos. Bei Sponsoren. Ein Fukano. Mein Freund ist ein großer Fan von Kabu. Er sammelt alle seine Liga-Karten. Ach so. Da kriegen wir ja keinen Kaffee. Es ist schon Abend geworden. Nee, tatsächlich keinen Kaffee. Na? Hier, der Laden geschlossen. Sehr, mein Pokémon-Trainer. Ich hab hier was für dich. Wende das doch mal auf eines deiner Pokémon an. Energiefokus. Wir haben die Attacken-Kommando uns später. Es wird erstmal geshoppt. Technische Platten, kurz TPs, sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon seltene Attacken beibringen kann. Das sind nach einmaligem Gebrauch schon reif für die Mülltonne. Steigert dabei sogar noch den Nostalgiefaktor. Aha. Wegwerfsachen. Das sieht doch nach Boutique aus. Jo, das ist eine Boutique. Ich hab Geld. Gib mir Klamotte. Sportpullover. Nö. Bequemes Shirt.
Bequemes Shot Luxus. Ach, das war ein bequemes Shot Kapsel. Ein siegige Polohemd. In Schwarz, Gelb, in Grün, in Blau, in Orange. Mit Dreiviertelärmeln. Ach, das ist ja noch nicht so. Was haben wir denn hier noch? Trainingsjacke. Kapuzenjacke. Ja, die Kapuzenjacke schon viel eher. Collegejacke. Die ist aber teuer. Trainingshose. Aha, mit Tartanmuster. Ja, die Socken sind mir jetzt relativ egal. Schuhe. Ich will Sandalen. Sporttasche, da müssen wir uns, da müssen wir mal drehen hier. Sporttasche. Ah, hier, die Sporttasche. Der hat doch unser Rivale schon. Wieder so eckige Dinger. Na, danke. Sportkäppi. Na, nee. Such noch nach einem eleganten Hut. Nach einem Pork Pie. Sonnenbrille. Sonnenbrille mit dickem Rahmen. Dickem Rahmen. Halbrandbrille. Oh, das geht schon fast in die Richtung. Golden. Halbrand Sonnenbrille. Ich brauche eine elegante Brille. Also eine passende zu meinem, wie es wirklich aussieht. Ich habe nicht ich habe eine relativ dünne, viereckige Brille. Halbrandbrille, schwarz. Das kommt ihm doch etwas näher. 11.000 kostet die Brille. Halleluja. Nee, danke. Sag ich erstmal nein, danke. Kann ich nochmal ranzoomen? Sieht elegant aus, die Brille, aber... wenn ich was anderes finde. Handschuhe. Die Handschuhe jetzt eher nicht so. Ein bisschen ein paar andere Sachen kaufen. Jetzt nur Brillen. Außerdem ist das nicht meine Brille, das ist jetzt nicht die. Ich werde jetzt nicht alles für die Brille ausgeben. Eine Jacke, das wäre mal was Interessantes. Kapuzenjacke. Ja. Das passt schon irgendwie. Ein Grau. Und die Shirts, ja, die kann man außen vor lassen. Bin jetzt nicht so dabei. Collegejacke, ja, hier für 2000. Ach, auf dem Rücken ist noch irgendwas drauf. Ja. Eine Hose. Trainingshose, Designer Jeans. So eine kurze Hose, kniekurze Hose, das würde ich gerne tragen. Das finde ich interessant, das würde passen. Na gut, dann, da ich noch keinen Hut habe, noch keinen Hut finde. Käppi, naja, lass mal bleiben. Nehme ich halt eine Brille für 11.000. Ich kaufe mir halt die Brille. Langsam mal das Outfit hinkriegen. Ja, die Liga-Karte wird wohl einige Mal noch aktualisiert werden. Ich teile euch immer die Halbrandbrille. Also ich teile euch immer die Liga-Karte, wenn es aktualisiert wurde. Ich zeige euch immer den Code. Ja. Könnt ihr mal gucken, wie ihr das macht. Halbrandbrille schwarz. All mein Geld. Nimm all mein Geld. Okay, jetzt musst du noch anziehen, die Brille. Oder was? Jo. Eine Brille. Halbrandbrille schwarz. Ja,
Ja, die kommt dem schon ziemlich nah. War ziemlich teuer. Achso, die Linie gerade aktualisieren. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Das muss natürlich. Rennen wir noch mal kurz zum Pokémon Center. Haben wir jetzt hier ein bisschen geshoppt. So. Habe ich jetzt die Zeit ganz verpasst und den Negerkampf verpasst? Das wär's ja. Poketops. Ist auch was Interessantes. Naja, können wir später mal gucken. Poketops. Kartomat. Liga-Karte aktualisieren. Okay. Okay. Schauen wir mal, Liga-Karte. So sieht's jetzt aus. Ja. Die Brille kommt dem Ganzen schon ein bisschen näher. Kommt jetzt schon ziemlich nah. Der Code ist dann noch derselbe. Ich zeige ihn euch jetzt mal bei dieser Gelegenheit. Liga-Karte teilen. Nee, das ist ein anderer geworden. So sieht's aus. Liga-Karte aktualisieren. Nehmt euch diesen Code. Der ist es. Kartencode von Zwergenfürst. Alles klar. Wird nachher auch noch auf Twitter geteilt. Oder nicht. Mal schauen. Muss jetzt nicht immer Liga-Codes auf Twitter teilen. Und seht ihr ja hier im Part. Jo. Dann geht's mal weiter voran. Wir müssen uns irgendwo anmelden, oder? Zum Battle. Hier nicht. Das ist ein Bücherladen. Liga Präsident Rose nickt sehr viel an Ganas Wohlergehen. Er garantiert nicht nur die Energieversorgung in der Region, sondern unterstützt auch die Arena Challenge nach Kräften. Aha, alles klar. Okay, und hier? Hier, ich schenke dir diesen Top-Ohrenstöpsel. Nee, da ist ein paar Top-Ohrenstöpsel. Verstaust sie in Basis-Elbstasche. Mit diesen rätselhaften Ohrenstöpseln kann man die Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren. Aha. Du hörst zum Beispiel keine Pokémon-Rufe mehr. Dann kannst du Geräuschkulisse um dich herum nach Lust und Laune ein- und ausblenden. Wenn das mal nicht top ist. Ist nicht top. Nee, wir wollen das Abenteuer schon so erleben, wie es ist. Wollen wir jetzt keine Sachen ausblenden. Nein, danke. Der Fahrstuhl. Glurak. Wenn das nicht Delion ist. Dann kommt das Glurak von Delion zumindest. Puh. Ohne dich wäre ich den Weg zum Stadion nie finden. Würde ich den Weg zum Stadion nie finden. Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lüft übersehen? Oh, hallo, Zwergenfürst. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es wird also die richtige Entscheidung sein, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh, ich habe da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gib das einem Pokémon zum Tragen. Stück Holzkohle. Alles klar. Verschaust das Stück Holzkohle in deinem Trainingstasche. Ein Item zum Tragen. Ein Brennstoff, der Attacken vom Typ Feuer verstärkt. Jo, war mir schon ungefähr klar. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Joa. Alles klärchen. Jo, wird Zeit, diesen Part zu beenden. Ich sag euch noch, um es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Den nächsten Part von Pokémon Schwert auf Zwergenfürst LP nicht verpassen wollt. Bis dahin habt ihr einen angenehmen, fürstlichen Tag. Sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Bis dahin.
Haut ja rein. Ciao, ciao. Das ging ja schnell. Bis dann.